Hallo und willkommen zurück zum, ich denke mal, letzten Part für den Berg. Beziehungsweise dem Gipfel. Der Berg ist ja, glaube ich, eigentlich, wenn man das Herz des Berges macht, das ist ja, glaube ich, der Berg eigentlich. Ne, warte, das heißt der Chor. Dann, ja, dann ist das, glaube ich, schon der Berg, wo ich mich hier gerade befinde und Faxen mache darüber, ob das Level der Berg ist oder nicht. Obwohl es eigentlich scheißegal ist. Weil das Einzige, was zählt, ist, ob ich diesen Sprung schaffe oder nicht. Das ist leider das Einzige, was zählt. Und dieser Sprung ist leider sau schwer. Ich darf ihn erst nochmal probieren, nachdem ich durch diese ganze Fassade hier durchgegangen bin, die definitiv auch nicht leicht ist und ich an jeder Stelle choken kann, weil das alles halt nicht leicht ist. Es ist nicht so, wie als würde die Übung nicht dafür sorgen, dass es besser funktioniert. Aber es ist trotzdem halt alles mega verfickt nochmal schwer. Ja, und dann funktioniert manchmal mein komischer Sprung nicht richtig und dann ist es irgendwie kein richtiger Hyperdash, sondern keine Ahnung. Aber like, mein Charakter entfernt sich vom Boden irgendwie 3 Frames zu früh oder so und deswegen ist der Dash noch nicht aufgeladen und deswegen habe ich dann nur einen Dash und keine 2 Dashes. Wie man das eigentlich bei so einem Hyperdash, ich hoffe, der heißt so. Fick dich. Ich habe den ums Verrecken nicht berührt. Aber ja, eigentlich sollte man dabei seinen Dash noch behalten. Ist ja auch irgendwie der Intent. Ist auch das, was am meisten Sinn ergibt, dass man seinen Dash behält. Ich habe irgendwie die Vermutung gemacht, dass ich wieder 3 Frames zu früh nach oben gegangen bin. Und meine Vermutung war richtig. 3 Frames zu früh hochgegangen. Ich schaue mir nochmal das Video an. Ich versuche die Stelle zu pinpointen, ab denen er vordasht. Okay, er bleibt relativ weit drüben sogar. Hier so. Es hätte funktioniert wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Wenn... Jetzt hat er wieder meinen zweiten Dash aufgegessen. Also wirklich in dem Sinne, dass er mir nicht gegeben hat. Das meine ich damit. Warum? Ja, keine Ahnung, weil das Spiel gerne Dash frisst. Das Spiel ist hungrig auf Dashes. Deswegen muss man im Spiel auch so viel dashen. Weil das Spiel einfach hungrig auf Dashes ist. Ja, so ist es. Das Spiel hat Hunger, Dashes. Das Spiel isst gerne Dashes. Deswegen muss man hier eben auch so viel Dashes machen. Das Spiel braucht viele Dashes, um satisfied zu werden, ja. Ach, manchmal bin ich auch ein Horst. Aber egal. Egal. Ich meine, ich habe ja irgendwo keine Pressure bei der Tatsache, dass das ja wieder ein neuer Part ist. Auch wenn ich definitiv gerne... Oh mein fucking goodness, war das eng. Auch wenn ich definitiv gerne nicht so lange brauchen wollen würde, diese Passage, weil mich nervt halt auch. Like, mich nervt es ja selber, hier immer wieder zu verrennen. Und genau deswegen würde ich es gerne schaffen. Und zwar genau... Schön, schön, schön. Ich habe gerade, glaube ich, 5000 Mal Jump gedrückt, aber er ist nicht abgesprungen von der Wand. Ja, Madeline wollte einfach nicht abspringen von der Wand. Ich weiß auch nicht, wieso sie das nicht getan hat. Ich glaube, es hätte ihr geholfen, wenn sie es getan hätte, weil dann wäre sie nicht tot. Und, like, tot sein ist ja eigentlich das, was sie hier vermeiden wollte, oder? Ich glaube schon. Man wollte ja bei diesem Climb, glaube ich, nicht sterben, wenn ich mir richtig entsinne. Eigentlich. Also, glaubt zumindest, dass das die Intention war. Ich glaube nicht, dass das Sterben eine Sache war, die man eigentlich tun wollte. Jetzt krieg ich's wieder nicht richtig hin. Jetzt krieg ich's wieder nicht richtig hin. Ich reg das so auf. Ja, und jetzt will der Sprung auch nochmal funktionieren. Danke. Jetzt habe ich es mal wieder nach 50 Tries hinbekommen. Gut, waren keine 50, waren glaube ich 5 oder so. Aber trotzdem. Asozial ist das trotzdem.
richtig asozial. Nein. Nein, ich habe doch gerade auf A gedrückt, Alter. In dem Frame, in dem ich auf A drücke, sterbe ich natürlich. Beziehungsweise meiner Meinung nach habe ich ja vorher gedrückt. Ja. Die Meinung kann ich ja haben. Ich kann ja meinen, dass das Spiel mich fickt. Macht's ja auch immer. Ich habe nicht erwartet, dass ich darauf lande. Und deswegen habe ich jetzt auch komplett andere Inputs gegeben. Ich meine, ja, eigentlich, wenn man es so sieht, müsste ich nicht mal mehr Inputs geben, wenn ich verrecke, aber... Ja, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich weiß doch manchmal selber nicht, was ich drücke. Das passiert einfach. Das passiert einfach, wisst ihr? Da drückt man einfach irgendwie Buttons und dann ist man weiter im Level. Ja, oder im Tod. Und wie das passiert? Ja, ganz ehrlich, das weiß keiner. Es ist und bleibt ein Rätsel, ja? Es ist und bleibt ein motherfucking Rätsel. Und ich bin wieder hier, ha? Und jetzt sterbe ich natürlich da dran. Ich bin an der Stelle und darf nicht mal den schweren Sprung benutzen, testen, ja, versuchen. Versuchen, das war das richtige Wort. Weil ich irgendwie X noch erwischt habe. Aber, like, meiner Meinung nach... Also, like, ich habe den schon gedrückt, ja. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn so fest reingedrückt habe, dass er getriggert worden hätte sollen. Könntest du bitte den scheiß Sprung schaffen? Könntest du ihn bitte auch schaffen mit Dash? Weil ohne Dash ist das immer kacke. Also mit zweiten Dash, weil mit einem Dash ist das immer... Es ist nicht unmöglich, weil man sich da an der Wand festhalten kann. Aber, like, es ist kacke. Das war auch kacke. Ich wollte nämlich eigentlich gerade noch gar nicht dashen, war aber schon so weit vorne. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Endlich, Alter. Gut. Diesmal kriege ich auf jeden Fall kein Fernglas, um zu gucken, wo das Summit ist. Bitte was? Bitte was? Warte mal ein bisschen. Da oben ist die Flagge. Wo ist das Herz? Ich schau mal ein Video an, ja? Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, wo das Herz ist. Wahrscheinlich am Ende des Levels. Okay, gut. Diese Frage war ja auch gerade eher, weil ich es nicht gesehen habe, aber... die Flagge, ich bin da nicht drüber gesprungen, weil... Keine Ahnung, weil sie das mit den Checkpoints anders gebaut haben. Nein, like, es ist egal. Ich muss hier runter und hier rein. Und hier. Ja. Was soll das? Ich dachte nicht, dass ich noch Dialog habe. Das wäre der Hammer. Ich fasse es nicht, dass wir das geschafft haben. Nichts kann uns mehr aufhalten. Jetzt machst du mir Angst. Ja, ich darf das, okay.
Hier wird es nicht mehr genau, hier wird es nicht mehr so genau gesehen mit den Jumps. Ergo, na okay, es wird schon genau gesehen in dem Sinne, dass ich genug Höhe erreichen muss. Ja. Vielen Dank für die Blumen. Ja. Shit. Mir ist gerade kurz aufgefallen, dass das ja kein wirklicher West Point ist. Und like, ich muss das ja jetzt schaffen und so. Warum habe ich das getan? Weil ich dumm bin. Ich weiß nicht ganz, was ich tun sollte, weil like hochdashen, klar hätte ich noch gelebt, aber... Es war dumm, in dem Moment hätte ich es nicht machen sollen. Nein! Vielleicht hätte das auch so noch gereicht. Ich wusste es, ich weiß es nicht. Ich hätte den Hochdash, glaube ich, ein bisschen früher machen müssen. Ich war überfordert so leicht, weil like, der Block geht ja nicht weg. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass... Nein. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass switchende Stachelblöcke kommen. Oder irre ich mich da jetzt? Wahrscheinlich irre ich mich, wenn ich so drüber nachdenke. Die waren definitiv schon mal woanders. Okay, ich hab hier Zeit. Shit. Ich hätte auf die andere Seite gehen sollen. Aber das war jetzt zu spät. Oh, nice. Ich war gerade mega überfordert, weil, like, scheiße, ich muss da noch irgendwo landen. Und, ja, hätte ich vielleicht auch. Okay. Ja, gut. Egal, das Video ist ja auch erst 14 Minuten. Also darf ich hier noch so lange failen, wie ich will. Und da ich es jetzt schon mal geschafft habe, werde ich es wahrscheinlich relativ bald wieder schaffen. Ah, das war ein bisschen früh. Ja, das hätte ich sowieso noch nicht. Nein. Ich kann das eigentlich erst auf dem Cycle machen, wo sie voneinander weggehen. So. Ja, das wäre der Cycle, auf den es hingehaut hätte. Like, no joke. Wäre ich früher im Block drin gewesen. Ja, vielleicht hätte ich schräg dashen sollen. Genau. Wenn ich früher in der Block drin bin, dann ist der Scheiß Schwitscherino scheißegal.
Nein. Das war genau der Punkt, wo sie geswitcht haben und nicht davor. Aber wenn ich es davor mache, ich hätte schräg dashen sollen, dann... Nein. Ich war gerade mega überfordert, weil, like, mein Plan ist nicht aufgegangen. Shit. Da ist mein Plan auch nicht aufgegangen, weil ich den Sprung verkackt habe, den ich eigentlich hätte schaffen sollen. Aber naja, was soll man machen, wenn man den Sprung verkackt, dann hat man ihn ja verkackt. Dann hilft halt auch nichts mehr. Nein. Ich war überfordert. Der war noch nicht weg. Ich war mir nicht ganz sicher, wann er weggeht. Weil ich habe nicht so genau der Musik zugehört. Nein. Nein. Ich weiß auch gar nicht, warum ich dann eigentlich immer so weit zur Seite gehen muss. Nein, scheiße. Scheiße. Und warum ist das jetzt passiert? Ja, weil er meinen Jump-Input falsch... weil er meinen Dash-Input falsch genommen hat. Weil er mich schräg hat dashen lassen. Obwohl ich eigentlich normal... Also, weil ich eigentlich gerade nach oben dashen wollte. Und das hätte halt auch funktioniert so. Das hätte definitiv funktioniert. Und, ich dachte eigentlich, ich wäre im genau richtigen Timing gekommen. Aber nein, ich kam anscheinend... in einem etwas verfrühten Timing. Und ja, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, weil jetzt habe ich gedasht. Anstatt eigentlich zu springen, was ich eigentlich hätte machen sollen an dieser Stelle. Aber ich habe es nicht, weil ich habe gedasht. Und wenn ich dashe, dann verrecke ich halt. Ja, so ist das halt. Weißt du, dashen ist tödlich. Falls ihr euch fragt, warum Madeline noch lebt, ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht. Ich habe einfach drauf gehofft, dass die jetzt switchen. Und ja, haben sie. Aber like, 3 Frames zu spät. Ich jetzt besseres Timing. Nein, anscheinend auch nicht. Auch nicht. Ja, keine Ahnung. Die Scheißwolke hat mich nicht mega hoch springen lassen. Was hätten die jetzt machen sollen? Wenn mich die Scheißwolke nicht mega hoch springen lässt. Ich finde das auch so komisch, weil vorhin habe ich das halt so einfach geschafft. Und jetzt scheint es das Schwerste auf der Welt zu sein, das nochmal hinzukriegen, was ich da beim letzten Mal angestellt habe. Like, wirklich, jetzt scheint es einfach das Schwerste auf der Welt zu sein, das nochmal hinzukriegen, so wie ich das geschafft habe. Wo ich mir so denke, es war davor irgendwie, keine Ahnung, es ging so leicht von der Hand. Und jetzt habe ich auf einmal wieder Unlock und habe wieder den mega krassen Jump geschafft. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Wenn 2 Dashes nicht ausreichen, um lang genug zu stallen, dann bin ich halt auch am Arsch. Mein länger kann ich nicht stallen.
Wäre ich 3 Frames früher da drin gewesen. Hätte es gar nicht geglaubt, aber da wäre der Block nicht erschienen, weil ich im, weil wenn ich im Block bin, erscheint er nicht. Deswegen kann man in diesem Spiel auch nicht voll im Block sein, weil wenn man im Block ist, dann, ja, dann existiert der Block halt quasi nicht. Dann ist der Block schüchtern, kommt einfach nicht. Und das war wieder ein Punkt, wo ich eigentlich hätte X tun sollen. Aber es ist halt immer so schwer abzuschätzen, wie hoch man denn jetzt eigentlich springt, weil dadurch, dass ich durch diese komischen Blöcke unter einem Timer bin, okay, nach einer Ewigkeit kann ich das hier wieder versuchen. Nein, scheiße. Und ich habe da nicht bedacht, dass sie ja gleich wegswitchen. Ich bin manchmal echt der Hellste. Vor allem, wenn ich springen drücke, während ich nicht in der Luft bin. Sodass ich, gar nicht, ich war gerade leicht überfordert, weil mir irgendwie klar war, dass der gleich wieder da ist und ich nicht wusste, was ich jetzt tun soll. Um irgendwie das zu verhindern. Natürlich war das wieder das falsche Timing. Weil ich muss immer erst warten, bis er... Ja, bis er kommt, nur halt nicht zu lange. Was, mega gemein ist. Weil das Timing, wie ich auf dieser scheiß Wolke rumjumpe, ist irgendwie nicht immer gleich. Und dadurch kann ich manchmal ein richtiges Godlike-Timing haben. Und jetzt hatte ich wieder den Godlike-Sprung, obwohl ich mich eigentlich auf die Blöcke konzentrieren muss und nicht auf den fucking... auf den fucking Ding jetzt, auf dem ich rumspringe. Und dadurch das nicht wirklich einschätzen kann, wann ich einen, ja, Godlike-Sprung kriegen werde und wann ich einen mäßigen Sprung kriegen werde. Und deswegen ist das so unfair. Es war übrigens auch unfair. Wenn ich in den Stacheln war, warum ist der Block dann erschienen? Gilt das nicht als im Block oder was? Ist ja sehr nett. Wenn man in den Stacheln ist, dann ist man quasi nicht im Block. Selbst wenn man im Block ist. Danke! Jetzt habe ich wieder so einen Megasprung gemacht, wo ich den gerade gar nicht machen wollte. Nein, ich war überfordert! Ich wusste nicht wohin! Vor allem, weil ich auch gar nicht weiß, wie hoch ich bringen werde. Das kann ich ja auch nicht einschätzen. Was soll ich machen? Ich hatte gerade ein richtig beschissenes Jump-Timing auf der Wolke. Es ging nicht besser. Weil ich gerade so ein beschissenes Jump-Timing auf der Wolke hatte. Ich hoffe, dass das Jump-Timing besser ist. Nein, kommt mir auch nicht besser vor eigentlich. Minuten, Alter. Kein Weg. Kein Weglaufen mehr. Ja. Ja, so hieß der Remix auch. Oh. Kein Weglaufen mehr, Alter. Kein Weglaufen mehr. Ja. Hier steht ja gar nicht, dass es die B-Seite ist. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen ungünstig, aber gut. Ja, über 1000 Tode! Fast 1500! Jawoll! Jemand's? 69. Und eine 0. 96. Okay. Ja, da gehen wir dann im nächsten Part rein, würde ich sagen. Weil ich die Lese-Section da drin auf jeden Fall noch nicht in diesem... Oder, ja, nicht in diesem Part haben will. Also, schauen wir hier mal durch. Madeline, wir haben alle Flaggen. Also haben wir jetzt Level geschafft, denke ich mal. Wir haben alle Tapes. Also haben wir alle B-Seiten. Wir haben alle Herzen. Und eigentlich die A- und B-Seiten-Herzen. Wir haben im ersten Level die, die goldene Storeway eingesammelt. Deswegen steht da 21. Wir haben 18 von 18, 25, 29, 31, 33. Ja, genau. Ja, genau, genau. Das sind unsere Rekord-Speedruns. Okay.
Okay. Wenigste Tode-Rekord. Hä? Meine verlassene Stadt mit 0 Toten geschafft. Hä? Ich weiß, dass ich immer mit Assist durchgelaufen bin. Aber da habe ich es doch nicht beendet. Ah ja. Ich finde das ein bisschen komisch, wie die hier angeordnet sind, muss ich sagen. Aber gut. Kann man die... Bitte was? Kann mir irgendjemand erklären, warum ich das kann? Like, warum kann ich das? Warum kann ich das? Warum kann ich die warum kann ich die neu anordnen? Warum geht das? In welcher Logik kann ich denn das machen? Warum sollte ich denn das machen können? Warum sollte ich die neu anordnen können? Welchen Sinn hat denn das? Hat das irgendeinen Sinn? Was zur Hölle? Warum kann ich die neu anordnen? Wir schauen jetzt. Ja, klar. Wir schauen nochmal hier rein. Was mich interessiert, ob die goldene Strawberry fürs Nicht-Sterben schon da ist. Nein, die ist noch nicht da. Kommen wir jetzt später? Ja gut, hier machen wir dann weiter im nächsten Part. Bewerten nicht vergessen und ciao.